für Maxi Kastner. Aber dann leichte Konzentrationsmängel zum Ende des ersten Drittels. Deutschland hat hier ein paar Mal den Puck, verliert ihn immer wieder. Und dann gibt es das Gegentor durch Hugo Gaillet. 13 Sekunden vor Ende des ersten Drittels. Mit diesem Wechsel bahnte sich so ein bisschen an, was dann kommen sollte. In Abschnitt Nummer 2. Philipp Grubauer zum ersten Mal hier überwunden. Denn die Offensive, für die Serge Aubin zuständig ist, die hatte im zweiten Drittel so ihre... Ja, da wieder ein schneller Pass. Ja, da geht's da, Hoviak. Oh, schön gesehen! Justin Schulz und was für ein Save von Julien Choncard. Zwei Tore bislang in der Vorbereitung für den besten DL-Torschützen der abgelaufenen Saison, für Justin Schütz. Ja, aber trotz alledem auch wieder Hütte, super Pass aus der eigenen Zone zu Stachowiak. Der Position, das Ganze abgesprochen für Grubauer. Jetzt Matthias Niederberger zwischen dem Pfosten. Und plötzlich gewann Frankreich die Zweikämpfe. Kombinierte Frankreich und traf. 33. Spielminute. Das 2:3. Enzo Gubet, eingeleitet von Charles Bertrand, durch Shakyashvili, den besten Verteidiger der französischen Liga. Und hier keine Sicht für Matthias Niederberger und damit auch nichts zu halten. Die Fehler häuften sich im Offensivspiel der deutschen Mannschaft. Viele Pucks, die hergegeben wurden. Und dann kam ein bisschen Glück dazu für Frankreich vom Schlittschuh. Hier abgefälscht von Lucien Onoo zum 3:3 in der 38. Spielminute. Und plötzlich Frankreich komplett oben auf. 60 Sekunden später setzt sich Frankreich fest mit der Paradereihe um Stéphane Da Costa. Und der zaubert diesen Puck hier vorbei an Matthias Niederberger zur Führung für Frankreich ins Tor. Die Franzosen machen aus einem 0:3 ein 4:3 und gehen mit diesem Ergebnis in die zweite Drittelpause. Deutschland, Frankreich, Marc Michaelis. JJ Peterka, Peterka! Oh, nächster Save von Choncard. Und nächster Schuss, Sturm! Also, wow. Julien Choncard, der zeigt ordentlich auf heute. Der macht richtig, richtig guten Job. Auch wieder gut angeschoben durch Michaelis. Hier über die erste Möglichkeit für Peterka. Da ist die Fanghand dran von Choncard. Und hier der Rückhandpass. Den dürfen wir mal auch nicht außen vor lassen zu Nico Sturm. War schon stark gespielt. Ja, der Herr ist hier gut dabei, Julien. Das Team von Harry Kreis im Schlussabschnitt natürlich bemüht, das umzudrehen. Allerdings, man fand diesen Kniff nur noch selten. Wie hier, größte Chance zum Ausgleich durch Parker Toomey. Der verspekuliert sich so ein bisschen. Denn Frankreichs Goalie Julien Choncard hier eigentlich schon auf dem Weg in die andere Ecke. Das Tor frei, aber dann ist es kein Pass, dann ist es kein Schuss. Und damit ist es am Ende auch nicht der Ausgleich für das deutsche Team. Das setzte dann alles auf eine Karte. Matthias Niederberger aus dem Tor gezogen. 6-5. Aber Frankreich erobert sich hier den Puck. Und Toto Reck, Ex-Spieler der Grizzlies, mit dem Empty Netter zum 5:3 Endstand für Frankreich im 2 Siege und 5 Niederlagen aus 7 Testspielen im Hinblick auf die WM. Es gibt noch die Möglichkeit, das aufzubessern, denn es gibt noch ein Testspiel gegen Frankreich in Weißwasser. In Wolfsburg haben wir den Endstand. Deutschland 3, Frankreich 2.